Eigentlich wollte ich im Laden mal sehen, ob die mir verkaufen kann, was ich brauche. Ah, ja. Okay, probieren wir es bei mir mal aus. Was? Vielleicht zuerst. Moment, kann ich. Ist noch was, was ich hier kaufen muss? Nein. Vielleicht kann ich ein Dorf einreden. Aber ich glaube nicht, dass ich aus meinem Inventar etwas zusammen benutzen kann. Ja, ich hätte auch die andere Richtung zu Hause gehen können. Nichts. Naja. Ich werde später mit ihnen helfen. Irgendwann später. Oh, Raphael ist jetzt bestimmt irgendwo vom Hof. Jupp. Ich müsste das Tagebuch irgendwo. Legen, um es mit mir zu Hause auf den Boden legen oder sowas, und dann könnte ich nämlich die Blätter mit dem Tagebuch benutzen. Irgendwie muss ich es halt erstmal im Inventar raus. Der Bürgermeister hat gesagt, die Blätter zum. Nein, Wasser zum Kochen bringen und dann mit den Blättern rein? So, glaube ich, war das. Gut, warten wir, bis das Wasser kocht. Hier steht kein Wasser. Ah, doch, jetzt steht da Wasser. Okay. Rein, schön warten. Einmal umrühren, das Salz rein. Fertig, die Mixtur ist bereit. Gut, ich hoffe, dass Maries Tinte wasserfest ist. Und Buch kochen. Wird bestimmt lecker. Drin sieht es immer noch so sommerlich aus. Na bitte, jetzt muss es trocknen. Du-di-du. Warum nicht? Einmal umziehen. Obwohl, ich kann mich nicht in 30 Sekunden umziehen.
bin zwar schnell, aber nicht ganz so schnell. Ich glaube, schlafen kann ich jetzt noch nicht, oder? Ja, meinen Wecker anfassen. Diese, sind das Tomaten oder Äpfel? Äpfel. Die Tomaten hat man nicht, aber sie sehen aus wie Tomaten. Na komm, 2, 1. Bingo, es hat geklappt. Das muss ich Raphael zeigen. Kann ich es nicht vorher lesen? Ich kenne Marie nicht. Ich sollte das Tagebuch nicht alleine lesen. Ah, na komm. Na, wenn sie es zusammen lesen werden, ist ja okay. Okay, jetzt zu Raphael nach Hause. Da war er vorher nicht, aber okay. Wie das Spiel sagt, er ist da, dann werde ich ihm wohl glauben müssen. Die Vögel hier rumfliegen müssen fetter sein. Während bei uns vor der Haustür auch immer Vögel, die wir so im Vogelhaus füttern, wenn Schnee liegt. Und wenn es richtig kalt ist, dann sind die aufgeplustert und fette Vögel, die da rumfliegen. Sind süß. Dicke, fette Vögel. Ey, Raff. Ups. Ah, Morgenschnaps. Okay. Und? Hat's funktioniert? Ja. Ja, ich glaube schon. Klasse. Wie, du glaubst schon. Fangen wir sofort mit dem Lesen an? Ich habe Angst vor dem, was wir erfahren. Aber na gut. 3. Montag, 5. Mai. Jetzt reicht's. Heute Nacht sind sie gekommen und ich musste fliehen. Ich werde mich versteckt halten. Mein Leben ist in Gefahr. Dienstag, 6. Mai. Ich muss hier weg. Ans andere Ende der Welt, wenn nötig. Ich ertrage das alles nicht mehr. Niemand aus meiner Umgebung darf etwas von der Abreise erfahren. Das würde ihn in Gefahr bringen. Aber zuvor muss ich noch ein paar Dinge erledigen. Dazu brauche ich ein Versteck. Mittwoch, 7. Mai. Ich habe ein Versteck. Zum Glück habe ich in der geheimen Krypta unter der Kirche, die meine Vorfahren erbaut haben, Zuflucht gefunden. Als kleines Kind hat mir meine Großmutter von dem Schlüssel erzählt, mit dem man sie öffnet. Gestern habe ich ihn im Keller zwischen den alten Familienerbstücken gefunden. Samstag, 10. Mai. Ich bin umzingelt und werde überwacht, das spüre ich. Seit 3 Tagen halte ich mich in diesem verborgenen Raum versteckt. Mein Lager habe ich neben dem Altar aufgeschlagen. Die Stunde des Aufbruchs ist nah. Ich hoffe, dass ich genug Hinweise hinterlassen habe, damit mein Erbe das Dokument findet, das ihn zum Eigentümer des Gestüts macht. Ich hoffe, dass er den Schlüssel findet, mit dem man die Falltür öffnet. Ich habe ihn sichtbar auf seinen Schreibtisch gelegt. Damit wird er auf mein Tagebuch stoßen und die darin enthaltenen Hinweise führen ihn an den Ort, wo mein Tresor verborgen ist. Achtung! Bevor mein Erbe seine Erbschaft antreten kann, muss er herausfinden, wer hinter all dem steckt. Sonst ist auch sein Leben in Gefahr. Die Kerle sind skrupellos. Es bleibt mir nichts anderes übrig, als Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen und alles durch Rätsel zu verschleiern. Ich muss unter allen Umständen verhindern, dass meinen Verfolgern die Überschreibungsurkunde für mein Gestüt in die Hände fällt. Sie würden sie vernichten und das Land an sich reißen. Was auch passiert, ich gehe und komme nie wieder. Möge die Vorsehung meinen Hof in die richtigen Hände legen. Na sowas, hast du das gehört, Raphael? Ja, aber ich konnte nicht ganz folgen. Okay, fassen wir zusammen. Erstens, Marie, die Eigentümerin des Gestüts, hat keine Erben. Wenn sie stirbt, fällt das Gestüt an den Staat und wird versteigert. Zweitens, Unbekannte drohen Marie mit dem Tod. Drittens, sie ist mit Recht davon überzeugt, dass jemand Hand an ihr Land legen möchte und es für einen Spottpreis kaufen könnte, falls sie verschwindet. Viertens, sie verfasst ein Dokument, in dem sie das Gestüt einem geheimnisvollen Unbekannten überschreibt. Fünftens, bevor sie abreist, um ihren Verfolgern zu entkommen, hinterlässt sie ihrem Erben Hinweise, die ihn zu diesem Dokument führen sollen. Aber warum hat sie es ihm nicht eigenhändig überreicht? Wenn das Gestüt einen offiziellen Erben hätte, wäre die Sache erledigt. Das erklärt sie auch in ihrem Tagebuch. Sie wird überwacht, fühlt sich umzingelt. Möglicherweise konnte sie es ihm nicht übergeben. Wir müssen zuerst herausfinden, wer hinter der ganzen Sache steckt. Sonst wird man uns auch bedrohen. Das einzige Problem,
Der Schlüssel hat den Empfänger nie erreicht. Richtig. Der Bürgermeister hatte ihn. Was zeigt, dass er darin verwickelt ist. Ja, auf die eine oder andere Weise. Aber um das zu ahnen, brauchten wir das Tagebuch nicht. Vergiss nicht, dass er ein Dokument gefälscht hat, um uns vom Gestüt zu jagen. Ohne Beweise können wir leider nichts machen. Wir hätten das bei ihm gefundene Dokument nicht verbrennen sollen. Zusammen mit dem Tagebuch wäre es ein Beweis. Ja, aber es war zu gefährlich, es zu behalten. Wir hatten keine Wahl. Also müssen wir die Angelegenheit aufklären, was? Ich schätze schon. Wir haben Maries Tagebuch. Es ist an uns, das Rätsel zu lösen. Als erstes müssen wir diesen ominösen Hinweis finden, den Marie in ihrem Text verborgen hat. Das wird nicht einfach. Ich habe nichts gesehen. Ich werde es noch einmal durchgehen. Es sind relativ viele dicke Worte. Hier. Einige in Krypta und der Kirche. Im Versteck Altar ist mein Tagebuch. Ha! Bin cool. Ich habe Angst vor dem, was wir... Nochmal durchgehen? Hä? Kann ich rumlutschen? Also in den Altar, bitte. Hast du den Hinweis? Ja, ich hab ihn. Ja, ich hab ihn. Los, überprüfen wir das. Ja, ich glaube schon, sie würden alles füttern. Und anscheinend nicht. Wir hatten ja aber ganz schön Glück, dass das Tagebuch, oder dass die Tinte in dem Tagebuch so gut war, dass man diesen Hinweis noch lesen konnte. Sonst wäre es irgendwie ein bisschen komisch gewesen. Pap. Ah Gott. Okay. Ich kann dir mal meine Pferde rausschmeißen.